London 1594. Das Volk ist begeistert von dem neuen Massenmedium Theater und einem neuen Autor. William Shakespeare. Bis vor kurzem völlig unbekannt, erobert er im Nu die Gunst des Publikums. Hamlet, Othello, Macbeth, Sommernachtstraum, Romeo und Julia heißen die Stücke, die ihn zum berühmtesten Schriftsteller der Welt machen. Aber hat Shakespeare die Stücke auch tatsächlich geschrieben? Immer mehr Theaterexperten bezweifeln, dass William Shakespeare wirklich der Autor dieser Stücke ist. Wo soll er das umfassende Wissen für seine Werke erworben haben? Er war Sohn eines Handschuhmachers. Er hat keine Universität besucht und keine Manuskripte hinterlassen. Seine Frau und seine Kinder waren wahrscheinlich Analphabeten. Sein Testament enthält kein Wort, aus dem hervorginge, dass dieser Mann Schriftsteller war. Ist der Name Shakespeare vielleicht ein Pseudonym für einen bis heute unbekannten Autor, der inkognito blieb, weil ihm politische Verfolgung drohte? Was sind die Gründe dafür, hinter dem Bild, das wir von Shakespeare haben, eine andere Person zu vermuten? Und wer könnte das gewesen sein? Shakespeare, der berühmteste Schriftsteller der Welt, bis heute ein Rätsel. Stratford-on-Avon, eine Kleinstadt nordwestlich von London. Heute ein Wallfahrtsort für Millionen von Besuchern, die hier den Dichter und Dramatiker feiern, der nicht einem Zeitalter angehört, sondern der Ewigkeit. William Shakespeare. Ob der Shakespeare, der hier begraben liegt, auch tatsächlich der Autor der Werke Shakespeares ist, bleibt ein Geheimnis. Und dafür gibt es gute Gründe. Hier 37 Stücke, die man Shakespeare zuschreibt, und hier alle Dokumente über ihn. Kein Buch, kein Manuskript, kein Brief erwähnt William Shakespeare aus Stratford als Schriftsteller. William Shakespeares Leben ist eine Erfolgsgeschichte ohnegleichen. Wie konnte Shakespeare zum berühmtesten Schriftsteller der Welt werden? Er kommt im Jahre 1564 in Stratford-on-Avon zur Welt. Sein Vater ist durch Schafzucht und Wollhandel zu Wohlstand gekommen. Stratford-on-Avon ist damals ein wohlhabendes Städtchen mit etwa 1500 Einwohnern. John Shakespeare, der Vater von William, ist dort Bürgermeister in den Jahren 1568 bis 69. Bei seinen vielfältigen Geschäften, unter anderem auch als Handschuhmacher, Immobilienverkäufer und Geldverleiher, soll sich Williams Vater manchmal am Rande der Legalität bewegt haben. Hohe Zinsen, die er verlangt, tragen ihm den Ruf eines Wucherers ein. Shakespeares Vater hat Mary Arden, die Tochter eines vermögenden Landadligen, geheiratet. William ist das dritte der 8 Kinder und ihr erster Sohn. 3 seiner Schwestern sterben bereits im frühen Kindesalter. John Shakespeare gerät in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Vielleicht auch aufgrund seiner Sympathien für den katholischen Glauben. In einer Zeit heftiger religiöser Auseinandersetzungen zwischen der protestantischen, anglikanischen Staatsreligion und dem Katholizismus ist es äußerst gefährlich, katholische Symbole wie den gekreuzigten Jesus zu besitzen. Es kann die Todesstrafe bedeuten. Als Bürgermeister von Stratford muss John Shakespeare jeden Verdacht auf ketzerisches Gedankengut vermeiden. Im Alter von 7 Jahren wird William wahrscheinlich auf die King's Grammar School geschickt, in deren Unterrichtsraum seit über 500 Jahren fast unverändert noch heute Schulunterricht abgehalten wird. Auf dem Lehrplan stehen die alten Sprachen, Latein und Griechisch. Die Kinder, nur Jungen damals, pauken Grammatik, Logik und Rhetorik und lesen die Klassiker Seneca, Plautus, Vergil und vielleicht auch Ovid. Von 6 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags dauert der Unterricht. Disziplin ist oberstes Gebot.
Ist es denkbar, dass der junge William Shakespeare hier die Grundlagen mitbekommen hat für eine Bildung, die ihn befähigte, Weltliteratur zu schreiben? Mit einem Vokabular von über 20.000 Wörtern, dem vielleicht größten Wortschatz, den je ein Dichter besaß? Wahrscheinlich ist William hier zur Schule gegangen, aber Dokumente darüber gibt es nicht. William hat sicher Lateinisch und Griechisch gelernt, aber nicht Französisch und Italienisch, Sprachen, die er gekonnt haben muss, um seine Stücke zu schreiben. Woher kamen also seine Bildung und seine Inspiration? In London herrscht die Pest, die Theater sind geschlossen. Die Schauspieltruppen ziehen über Land. Sicher hat der junge William in Stratford solche Theateraufführungen gesehen. Vielleicht bei dieser Gelegenheit auch seine ersten Erfahrungen als Schauspieler gemacht. Auch in Canterbury, im Schatten der berühmtesten Kathedrale Englands, werden Wanderschauspieler aufgetreten sein und das vielleicht größte Theatergenie neben Shakespeare inspiriert haben, Christopher Marlowe. Sein Schicksal ist mit dem Shakespeares aufs Engste verbunden. Viele, die bezweifeln, dass Shakespeare der Autor der unter seinem Namen publizierten Werke ist, glauben, Marlowe habe diese geschrieben. Marlowe genoss eine hervorragende Schulausbildung mit 2 Stipendien. Das erste an der King's School in Canterbury und das nächste an der Universität in Cambridge. Dort studierte er 6 Jahre. Und das waren die Voraussetzungen zu seiner großen Meisterschaft als Dramatiker und Schriftsteller. William Shakespeare hingegen kann die Schule nicht abschließen. Sein Vater braucht ihn als Gehilfen. William muss Handschuhmacher werden. Für den Vater sind es schwierige Zeiten. Der Handel mit Wolle läuft immer schlechter. Gläubiger drohen ihn zu verklagen. Schließlich verliert er seinen Posten als Bürgermeister und wird auch gesellschaftlich geächtet. Aber einschneidender für die Existenz der Familie ist die Angst vor Denunziation. John Shakespeare muss wegen seiner Sympathie für den alten katholischen Glauben Verhaftung befürchten. Überall im Land finden Razzien statt. Gesucht werden katholische Priester und ihre Unterstützer. Sie gelten als Terroristen, die die protestantische Königin Elisabeth beseitigen wollen. Seit der Krönung Elisabeths im Jahre 1559 ist der Konflikt der englischen Krone mit Rom eskaliert. Papst Pius V. will sich die Verfolgung der Katholiken in England nicht länger bieten lassen. Er entschließt sich zum äußersten Mittel, der Exkommunikation einer Königin von Gottes Gnaden. Das bedeutet, Königin Elisabeth von England ist abgesetzt und für vogelfrei erklärt. Ihre Untertanen sind aufgefordert, sich ihr zu widersetzen. Wer sie unterstützt, riskiert ebenfalls die Exkommunikation. Für Elisabeth ist das nicht nur eine ungeheure Provokation, sondern eine akute Bedrohung. William Shakespeare wächst in einem Klima extremer politischer Spannungen auf. Mord, Massaker, fast Bürgerkrieg. Katholiken und Protestanten gehen einander an die Gurgel. Und Elisabeth ist ständig von den katholischen Mächten Europas bedroht. In diesem Klima gerät jeder unter Verdacht, sogar auf dem Land. Shakespeare, inzwischen ein junger Mann von 18 Jahren, begibt sich auf Freiersfüße. Seine Auserwählte, Anne Hathaway, die Tochter eines reichen Bauern, allerdings 8 Jahre älter als er. Ungewöhnlich in der damaligen Zeit. War er auf der Suche nach einer guten Partie? Oder musste er heiraten, weil Anne schon schwanger war? 4 Monate nach der Hochzeit bringt sie einen Sohn zur Welt. Ein Jahr später folgen Zwillinge. Aber Shakespeare verschwindet aus Stratford, verlässt die Familie. Einer der möglichen Gründe?
Wilddieberei im Hirschpark des Grafen Lucy, der Charcot, ein Schloss in der Nähe von Stratford, besitzt. Ein anderer, Angst vor religiöser Verfolgung. Überliefert ist, dass Graf Lucy einen Verwandten von Shakespeare als katholischen Verschwörer an den Galgen gebracht hat. Was immer der Grund für Shakespeares Verschwinden gewesen sein mag, er bleibt für 7 Jahre verschwunden. Was macht er in dieser Zeit? Reist er in Europa und lernte die Sprachen, die er gekannt haben muss, um die Stücke zu schreiben? Studierte er in der Bibliothek eines Gönners in England? Wir wissen es nicht. Es gibt keine Dokumente. Kein Wunder, dass man diese Jahre Shakespeares verlorene Jahre nennt. Wir wissen nicht mal, wann genau er in London auftauchte. London ist eine Metropole mit 250.000 Einwohnern. Der beliebteste Zeitvertreib ist das Theater. Die Theater liegen am Rande der Stadt, in berüchtigten Vierteln, wo Prostituierte und Kriminelle verkehren. Hier treffen sich, neben allerlei zwielichtigen Gestalten, auch die Mitglieder der literarischen Bohème Londons. An ihrer Spitze der Dramatiker Christopher Marlowe. Er ist ihr Star. Wie Shakespeare nach London gekommen ist, weiß man nicht. Vielleicht hatte er sich einer fahrenden Schauspielertruppe angeschlossen. Vielleicht war er allein hergekommen, um hier in der dynamischen Stadt sein Glück zu versuchen. Marlowe ist gerade auf dem Höhepunkt seines Erfolges, berühmt geworden durch seine Tragödie Dr. Faustus. Er ist der erste Schriftsteller, der aus der alten Legende von Faust, der seine Seele verkauft, um höchstes Wissen zu erlangen, ein spannendes Drama gemacht hat. Marlowe müsste eigentlich ein großes Vorbild für Shakespeare gewesen sein. Beide waren circa 30 Jahre alt und Marlowe befand sich auf dem Höhepunkt seines Ruhmes. Er hatte zuvor den Verstyp des Blankverses erfunden. 5 Beats pro Zeile ohne Reim. Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Die Werke Shakespeares werden in der Folge von diesem Reim getragen. Er hat sie zu einer Meisterschaft entwickelt. Marlowes Historiendrama über den orientalischen Eroberer Tamerlan, den Nachfolger Genghis Khans, ist ein Publikumsrenner. Welche Rolle wird dieser junge, ambitionierte Autor im Leben Shakespeares spielen? In der Debatte um die Autorschaft von Shakespeares Stücken gilt er als der wahrscheinlichste Kandidat. Diese Theorie führt in eine Geschichte von Verrat, Verschwörung, Spionage und politischem Mord. Es gibt nur ein einziges Porträt, das Christopher Marlowe zeigt, 21-jährig, am Beginn seiner Karriere. Es wurde erst vor einem halben Jahrhundert in Cambridge gefunden, wo Marlowe studierte. Anders als Shakespeare hatte Marlowe die Grammar School in seiner Heimatstadt Canterbury abgeschlossen und ein Stipendium für die Elite-Universität Cambridge erhalten. Hier erweist er sich bald als einer der begabtesten Studenten seiner Generation. Und hier trifft Marlowe auf Männer im Zentrum der Macht, mit enormen Folgen für ihn selbst und für William Shakespeare. Der Privy Council, oberstes Beratergremium der Könige. Sir Francis Walsingham, engster Berater von Elisabeth I. im Kampf gegen den Papst. Er ist ihr Außenminister und zugleich Chef des englischen Geheimdienstes, des ersten staatlichen Geheimdienstes in der Geschichte Europas. England wird akut bedroht von den Großmächten Spanien und Frankreich. Deshalb stimmt Elisabeth dem ehrgeizigen Plan ihres Geheimdienstchefs zu. Ein Netz englischer Spione soll die katholischen Länder Europas überwachen. Auf der Suche nach geeigneten Agenten rekrutiert Walsingham unter anderem auch Christopher Marlowe. Er hat sich während seines Studiums in Cambridge bereits einen Namen gemacht, als Autor von Theaterstücken und als brillanter Verfasser von Pamphleten. Doch er hat den Ruf, ein Spieler zu sein, abenteuerlustig und unberechenbar. Walsingham wird ihn auf die Probe stellen.
Sein Chefagent sorgt für die Koordination der Agenten, die hauptsächlich in den Hochburgen des Jesuitenordens in Frankreich und Spanien die Opposition gegen Königin Elisabeth ausspionieren sollen. Marlowe war hochintelligent und süchtig nach Abenteuern. Er kam aus einfachen Verhältnissen, wie Shakespeare. Sein Vater war Schuhmacher. Kein Wunder, dass er der Versuchung erlag, einen gut bezahlten Job beim Geheimdienst anzunehmen. Das würde ihn in Kontakt mit den einflussreichsten Männern Englands bringen. Marlowe wurde nach Frankreich geschickt. Aber er hatte den Ruf eines Glücksritters und Spielers. Und es hieß sogar, er würde insgeheim für die katholische Seite arbeiten. Die Universität Cambridge beschloss daraufhin, ihm das Mastersdiplom zu verweigern. Aber mit Walsingham hat Marlowe einen einflussreichen Fürsprecher. Im Privy Council überlegt man, was mit dem jungen Dichter zu tun ist. Die höchsten Kirchenmänner, der Bischof von London, einige Richter und auch der Spionagechef Walsingham gehören diesem Hohen Rat an. Doch der Kreis der Berater ist sich nicht einig. Sie raten der Königin zur Vorsicht. Walsingham hingegen rät ihr, Marlowe zu vertrauen. Solange sich nicht einmal die führenden Männer ihres Landes sicher sind, wem sie vertrauen kann, will die Königin keine Entscheidung treffen. Walsingham weiß, er braucht nur Geduld und etwas Zeit, sich gegen seine Widersacher im Rat durchzusetzen. Ausschweifende Feste am Hof verdecken nur scheinbar die schwelenden Konflikte zwischen dem kleinen England und den europäischen Großmächten. Auf Walsingham lastet große Verantwortung. Seine Spione melden, Philipp II. Von Spanien rüstet zum Krieg mit einer großen Armada. Es gibt also noch Aufgaben für Christopher Marlowe. Aber die Gerüchte, er sei ein Doppelagent, weshalb ihm die Universität Cambridge sein Diplom verweigern will, halten sich hartnäckig. Walsingham gelingt es, die Königin von Marlowes Treue zu überzeugen. Sie bestätigt der Universität, Marlowe sei zum Wohle des Landes unterwegs gewesen und verdiene es, vertrauensvoll behandelt zu werden. Von jedem Verdacht befreit, erhält er sein Mastersdiplom an der Universität Cambridge. Aber wird er es seinem Dienstherrn danken? Marlowe lebt inzwischen in London. Er teilt sich eine Wohnung mit seinem Freund Thomas Kidd, ebenfalls Dichter. Gerüchte gehen um. Der protegierte Master soll ein ausschweifendes Leben führen und inzwischen auch in Kreisen verkehren, die gefährliche Ideen verbreiten. Marlowe hat bereits mehrere Stücke geschrieben. Alle in einer radikal neuen dramatischen Sprache, die man auch in den ersten Werken findet, die Shakespeare zugeschrieben werden. Heute vermutet man, viele Stücke der damaligen Zeit seien in Zusammenarbeit entstanden. Später in London vielleicht auch zwischen Marlowe und Shakespeare. Zu Shakespeares Zeit gab es noch kein Copyright. Zusammenarbeit war die Norm. Es ist möglich, dass sich Marlowe und Shakespeare kannten. Und es ist auch möglich, dass Marlowe Shakespeare beim Schreiben seiner Stücke half. Auf jeden Fall wird Marlowe für Shakespeare die dominante Figur des Theaters gewesen sein. Obwohl sie gleich alt sind, ist Shakespeare noch völlig unbekannt, ein Newcomer. Marlowe dagegen kommt von einer Elite-Universität, verkehrt in den höchsten Kreisen der Gesellschaft und ist ein gefeierter Dichter. Die ersten Stücke, die man Shakespeare zuschreibt, ähneln in ihren Themen und ihrer Sprache sehr den Stücken Marlowes. Und auch seine späteren Stücke sind von Marlowes Stil geprägt, wie vergleichende Untersuchungen zeigen. Wäre es möglich, dass sie gar nicht von Shakespeare, sondern von Marlowe stammen? Dass vielleicht sogar alle Stücke von seinem genialen Zeitgenossen Marlowe geschrieben wurden und nicht von Shakespeare? Aber wie könnte das sein? Die Suche nach einer Antwort auf diese Frage führt zurück in die politischen Wirren der damaligen Zeit und in die Sphäre des englischen Geheimdienstes.
Marlowe genießt nicht nur die Protektion des Geheimdienstchefs Sir Francis Walsingham, sondern auch die seines Neffen Thomas Walsingham, der ebenfalls für den Geheimdienst arbeitet. Man trifft sich regelmäßig in dessen abgeschiedenem Landsitz in der Grafschaft Kent, eine Tagesreise von London entfernt. Frühjahr 1593. Dem Freundeskreis um Thomas Walsingham gehören illustre Leute an, unter ihnen Sir Walter Raleigh, ein Günstling und vielleicht sogar Liebhaber von Königin Elisabeth. Er hatte die erste englische Kolonie auf amerikanischem Boden gegründet, Virginia, benannt nach der jungfräulichen Königin. Mit ihm beginnt die Geschichte der Weltmacht England. Aber Raleigh hat einflussreiche Widersacher am Hof, die ihn und seine Freunde staatsfeindlicher Umtriebe verdächtigen. Wegen ihrer Beschäftigung mit kritischer Theologie, Staatstheorie und Alchemie sieht man in ihnen eine Art Geheimbund, der als School of Night, Schule der Nacht, bekannt geworden ist. Marlowe soll in diesem Kreis eine wichtige Rolle gespielt haben. Ein Informant denunziert Marlowe beim Privy Council. Er habe gesagt, Christus sei ein Bastard und seine Mutter eine Hure. Und er versuche, einflussreiche Leute gegen die Kirche aufzubringen. Auf solche Gotteslästerung steht die Todesstrafe. Die Vorladung zum Privy Council bedeutet, nicht nur Marlowe, auch der Kreis um Thomas Walsingham ist in Gefahr. Wenige Tage zuvor. Eine Razzia in der ehemals gemeinsamen Wohnung von Marlowe und seinem Freund Thomas Kidd. Man findet Texte, die die göttliche Herkunft von Jesus Christus leugnen und somit die Autorität der Kirche in Frage stellen. Unter Folter bezichtigt Thomas Kidd seinen Freund Marlowe, Autor der blasphemischen Texte zu sein. Damit ist klar, was auch Marlowe erwartet. Thomas Kidd stirbt an den Folgen der Folter. Gegen Marlowe wird wegen Hochverrats ermittelt. Damit geraten auch seine Freunde in Verdacht, Staatsfeinde zu sein. Thomas Walsingham sucht seinen Weg, der Gefahr zu entgehen, die ihm und seinem Zirkel von seinen Rivalen am elisabethanischen Hof droht. Nicht umsonst hat er die besten Geheimdienstkontakte. Es geht darum, Marlowe aus dem Verkehr zu ziehen. Nur wie? Marlowe könnte jeden Moment erneut verhaftet und dann hingerichtet werden. Da passiert etwas völlig Unerwartetes. Marlowe wird ermordet. Der Bericht über dieses Ereignis, der erst 1925 in einem Archiv gefunden wurde, gibt bis heute Rätsel auf. Darin heißt es: Christopher Marlowe, Ingram Fizzer, Nicholas Scales und Robert Poley treffen sich im Haus einer gewissen Witwe Eleanor Bull in Deptford, in der Grafschaft Kent. Nach einem Mittagessen und einem Spaziergang im Garten kehren sie gegen 6 Uhr zu einem Abendessen in das Haus zurück. Im Verlauf eines Streits über die Bezahlung der Rechnung ergreift Christopher Marlowe den Dolch des vor ihm sitzenden Ingram Fizzer und fügt ihm am Hinterkopf 2 Schnittwunden zu. Daraufhin entwendet ihm besagter Ingram Fizzer den Dolch und fügt ihm damit in einem Akt der Selbstverteidigung über dem rechten Auge eine Stichwunde zu. Christopher Marlowe ist sofort tot. Marlowe ist tot. Unfassbar für das literarische London. Kein anderer hatte ein solches Talent, ein solches Charisma. Würde es einen Nachfolger geben? Kurz nach Marlowes Tod erscheint ein Gedicht mit dem Titel Venus und Adonis. Es war einige Monate zuvor anonym registriert worden. Jetzt wird es plötzlich unter dem Namen von William Shakespeare publiziert. Warum? Und ist es nicht seltsam, dass ein völlig unbekannter Autor plötzlich mit Stücken auftaucht wie Heinrich VI. Und am berühmtesten Romeo und Julia? Die Antwort auf die Frage liegt vielleicht in Zeugenaussagen, die gleich nach dem Tod Marlowes vor dem Untersuchungsrichter der Königin aufgezeichnet werden.
In ihnen wird zwar detailliert beschrieben, wie sich die Auseinandersetzung zwischen Christopher Marlowe und seinen Kumpanen an jenem Nachmittag des 30. Mai 1593 zugetragen haben soll. Aber keiner derjenigen, die den Bericht unterschrieben haben, war anwesend während des Geschehens. Keiner von ihnen kannte Marlowe persönlich und der Ablauf des geschilderten Geschehens scheint äußerst unwahrscheinlich. Und ein weiteres Rätsel. Warum begnadigt Königin Elisabeth den Mörder von Christopher Marlowe nach kürzester Zeit? Und warum kehrt der Mörder danach sofort in den Dienst Thomas Walsinghams, des Freundes von Marlowe, zurück? Sollte da etwas vertuscht werden? Ich glaube, dass in der Tat hier sollte etwas vertuscht werden. Und man kann das aus dem königlichen Untersuchungsreport entnehmen. Da sind so viele Ungereimtheiten drin, so kann es sich nicht abgespielt haben. In Wirklichkeit war das eine Inszenierung, die dazu da war, Marlowe vor dem Tode zu retten und ihn ins Ausland zu schaffen. Demnach gibt es eine andere Version von Marlowes Tod. 29. Mai 1593. Eine nächtliche Zusammenkunft auf dem Landsitz von Thomas Walsingham. Der Plan: Marlowe soll verschwinden und unter neuem Namen auf dem Kontinent leben und schreiben. Dazu wird man seine Ermordung fingieren im Haus einer Verwandten von Walsingham in Deptford, einem Hafenort an der Themse östlich von London. Marlowe sei angeblich bei einem Wirtshausstreit ermordet worden. Zeugen, die Marlowe alle nicht gekannt haben, wird man die Leiche eines am Abend zuvor wegen Hochverrats und Blasphemie gehängten Priesters für die Marlowes präsentieren. Diese Leiche wird als die Marlowes in einem Grab auf dem Friedhof von Deptford verscharrt. Von der Leiche des gehängten Priesters findet sich keine Spur. Marlowe ist in Sicherheit. Offiziell ist er tot. Er kann unbehelligt ein neues Leben beginnen. Die Flucht muss genauestens vorbereitet gewesen sein, um Marlowe schnellstmöglich außer Landes zu bringen. Zuerst wahrscheinlich nach Frankreich, später vielleicht auch nach Italien und Spanien. Venedig könnte einer seiner Aufenthaltsorte gewesen sein. Sollte Marlowe wirklich der Autor von Shakespeares Stücken sein, dann wird er in Italien seine Inspiration bekommen haben für Stücke wie Der Kaufmann von Venedig, Die zwei Herren von Verona, Viel Lärm um nichts, Othello, Romeo und Julia. Nur, wie sind die Stücke des Exildichters zu Shakespeare gekommen? Kuriere sollen sie zu seinem Gönner Thomas Walsingham gebracht haben. Der soll ihre Abschrift in Auftrag gegeben und an den Schauspieler und Theateragenten William Shakespeare weitergeleitet haben. Die Vereinbarung mit ihm, die Stücke unter seinem Namen aufzuführen. Aber gibt es irgendwelche Belege für Marlowes Aufenthalt in Italien? Hat er irgendeine Spur hinterlassen? Die gibt es, aber sie machen das Ganze nur noch mysteriöser. Im 19. Jahrhundert behauptet ein britischer Diplomat in Padua, Briefe aus der Shakespeare-Zeit gesehen zu haben. In einem davon hieß es, Marlowe habe bis zu seinem Tod im Jahre 1627 in Padua gelebt, über ein Jahrzehnt nach Shakespeares Tod. Und wo sind diese Briefe jetzt? Leider verschwunden. Shakespeare jedenfalls ist mit den unter seinem Namen dargebotenen Stücken außerordentlich erfolgreich. Nicht nur in den Theatern der Stadt, sondern auch bei Hofe. Bühnenspektakel sind eine willkommene Ablenkung in der paranoiden Welt des Palastes. Ständig fürchtet die Königin Attentate. Die Furcht der Königin schafft ein Klima der Angst, nicht nur am Hof, sondern im ganzen Land. Wer ihre Gunst verliert, selbst der größte Favorit, kann schnell im Kerker oder am Galgen landen.
Selbst ihren spanischen Leibarzt lässt Elisabeth aufgrund einer Denunziation, er wolle sie vergiften, hinrichten. Den Unmut der Herrscherin versucht der Theatermacher mit einem altbewährten Mittel zu besänftigen. Dem Auftritt des Clowns. Elisabeth und ihr Hofstaat haben nie ein öffentliches Theater besucht. Theater waren die Stätten des Volks und nichts für Aristokraten. Dennoch ist Elisabeth eine große Förderin des Theaters. In der Debatte um die Autorschaft der Stücke Shakespeares wird sogar sie selbst als mögliche Kandidatin genannt. Im Theater der Shakespeare-Zeit ist es üblich, die Frauenrollen von jungen, noch bartlosen Männern spielen zu lassen. Excellent. Aber die Liebhaber, durchaus von älteren Starschauspielern, nicht unbedingt unseren romantischen Vorstellungen von Romeo entsprechend. Verbirgt ist, dass in Königin Elisabeths Regierungszeit viele Shakespeare-Stücke bei Hof aufgeführt werden. Darunter Verlorene Liebesmüh, Sommernachtstraum und wahrscheinlich auch das sicherlich berühmteste Drama, Romeo und Julia. Dieses Stück spielt in Italien und zeugt von Detailkenntnissen seines Autors von den Sitten und Gebräuchen im Stadtstaat Verona. Nur Shakespeare war nie in Italien. Woher hatte er diese Kenntnisse? Oder war er eben doch nicht der wahre Autor des Stücks? Die Bezahlung beim Theater war, gemessen an heutigen Gagen von Star-Autoren, gering. Und man fragt sich, wie Shakespeare als Theatermanager und Stückeschreiber so reich werden konnte, wie es die wenigen Quellen aus seinem Leben belegen. Shakespeares Name beginnt in der Theaterszene aufzutauchen. Er investiert in eine äußerst erfolgreiche Theatertruppe, die Lord Chamberlain's Men. Sie spielen vor ausverkauften Häusern von bis zu 2000 Zuschauern. Bald ersetzt Shakespeares Name den von Marlowe als Londons führendem Mann des Theaters. Das Curtain Theatre ist das Theater, in dem die Truppe auftritt, nachdem ihr Ursprungshaus, The Theatre, geschlossen worden war. Gemanagt wird die Truppe von Richard Burbage und James Henslow. Henslow führt akribisch Buch über Proben, Vorführungen, Besucherzahlen, Ein- und Ausgaben. Sein einzigartiges Notizbuch erlaubt es, einen Blick hinter die Kulissen des elisabethanischen Theaters zu werfen. Die Schauspieler bekommen nur den Text ihrer jeweiligen Rollen. Das gesamte Stück lernen sie erst durch die Aufführung kennen. Die Lord Chamberlain's Men sind zwar äußerst erfolgreich, doch im Jahr 1598 erhöht der Besitzer ihres Hauses die Miete derart, dass sie unbezahlbar wird. Shakespeare und die Truppe schmieden den Plan, ein eigenes, größeres Theater am anderen Ende Londons zu bauen, das Globe Theatre. In einer Nacht- und Nebelaktion schaffen die Männer der Truppe alle brauchbaren Teile ihres alten Theaters über die Themse. Der Besitzer des Curtain ist entrüstet. Doch er hatte vergessen, in den Mietvertrag zu schreiben, dass ihm nicht nur der Grund, sondern auch das Gebäude des Theaters gehört. Die Lord Chamberlain's Men nehmen alles mit, was beweglich ist und was sich für ihren Neuanfang gebrauchen lässt, einschließlich sämtlicher Requisiten. Der jüngste Nachbau des vielleicht berühmtesten Theaters der Welt entstand kürzlich in den Filmstudios von Potsdam-Babelsberg, nahe bei Berlin. Es dient als Kulisse für die neue Hollywood-Produktion von Roland Emmerich. Anonymous soll der Film heißen, ein Thriller über die politischen Intrigen am Hof Elisabeths und über die Frage, wer war Shakespeare? Ich finde das Thema sehr interessant, weil es natürlich schon irgendwie, Shakespeare ist ja immer noch der meistgespielte Autor der Welt. Und das nach 400 Jahren. Und man fragt sich dann so,
wer war dieser Mann, der das geschrieben hat? Und plötzlich merkt man halt, dass da eine riesen Kontroverse drüber gibt, ob es wirklich der Mann von Stratford war. Die Kontroverse läuft bereits seit mehr als 200 Jahren und hat schon viele Kandidaten hervorgebracht. Außer Christopher Marlowe sind der Philosoph und Staatsmann Francis Bacon, der 17. Earl of Oxford Edward de Vere, ja sogar eine jüdische Musikerin am Hof Elisabeths, Emilia Bassano, in Betracht gezogen worden, der Autor Shakespeare gewesen zu sein. Je mehr und je länger ich mich damit beschäftige, umso klar ist mir, dass es der nicht war. Und da bin ich ja auch in ganz guter Gesellschaft, wenn man also von Sigmund Freud oder verschiedenen Schriftstellern, also da ist man ja nicht, da steht man ja nicht alleine da mit der Auffassung. Der 17. Earl of Oxford, Edward de Vere, gilt für viele in der sogenannten Urheberschaftsdebatte als aussichtsreicher Kandidat. De Vere war einer der brillantesten Köpfe am Hofe Elisabeths. Er stammte aus altem Adel, war hochgebildet, hatte den ganzen Kontinent bereist und hatte sich als Autor einen Namen gemacht. Er hatte also all die Qualifikationen, die dem Mann aus Stratford fehlten. Aber was für einen Grund sollte Edward de Vere gehabt haben, sich hinter dem Pseudonym William Shakespeare zu verbergen? Die Befürworter der These, de Vere habe die Stücke William Shakespeares verfasst, gehen davon aus, dass es für Aristokraten verpönt war, Theaterstücke für das gemeine Volk zu schreiben. Außerdem sei es de Vere nur unter Pseudonym möglich gewesen, auch Missstände der Herrschaft Elisabeths in seinen Stücken zu behandeln. Aber ist der Zweifel an dem Mann aus Stratford als dem Autor der Stücke von William Shakespeare wirklich berechtigt? Oder handelt es sich bei der Marlowe-Theorie und all den anderen Theorien über den wahren Autor der Werke von Shakespeare nicht doch um Verschwörungstheorien? No poems, no plays, no letters exist. Es gibt keine Gedichte, keine Stücke, keine Briefe von Shakespeares Hand. Alles, was sie haben, sind sechs krakelige Unterschriften in unterschiedlicher Schreibweise. Ein kürzlich erschienenes Buch über Shakespeare listet alle Quellen auf, die er und seine Dichter-Zeitgenossen hinterlassen haben. Von allen gibt es Zeugnisse, Nachweis einer Ausbildung, Manuskripte, Gedichte, die sie geschrieben haben. Nur von Shakespeare. Keine Spur. Deshalb glaube ich, dass es einen begründeten Zweifel gibt, dass der Shakespeare aus Stratford tatsächlich Autor der Werke von William Shakespeare ist. Und was ist aus Shakespeare, dem Mann aus Stratford-on-Avon, geworden? Der vielleicht erfolgreichste Businessman seiner Stadt. Bereits 1597 hatte er das zweitgrößte Haus in Stratford erworben. Im Jahr 1610 zieht er sich dorthin aus London zurück und handelt, wie schon sein Vater, mit Wolle und mit Immobilien. Seine Frau, Anne Hathaway, mit der er jahrzehntelang eine Fernbeziehung geführt hat, kann sich nun um ihn kümmern. Kollegen sollen versucht haben, ihn nach London zurückzulocken. Die letzte Spur Shakespeares in London ist der Eintrag in einem Grundbuch. William Shakespeare hat im Jahre 1613 das Torhaus des Blackfriar-Klosters neben dem gleichnamigen Theater gekauft. Oh no. Nach einer durchzechten Nacht mit seinen Freunden, heißt es, hätte Shakespeare Fieber bekommen und den Tod nahen gespürt. Er macht sein Testament. Pedantisch listet das Dokument jede Kleinigkeit aus seinem Besitz auf. Nur die vermutlich wertvollsten Dinge für einen Schriftsteller in der damaligen Zeit, Bücher, Manuskripte, tauchen nicht auf. Aber immerhin. Meiner Frau überlasse ich mein zweitbestes Bett zusammen mit den Möbeln. Weiterhin vermache ich meiner Tochter Judith meine große versilberte Schale. Und ich beauftrage sie, Francis Collin, mein Testamentsvollstrecker zu sein. Zur Bestätigung unterschreibe ich hier mit eigener Hand. Es ist das Testament eines Geschäftsmannes, welches mit keinem Wort auf eine literarische Tätigkeit seines Verfassers hindeutet. Shakespeare stirbt am 25. April 1616. Und wird in der Holy Trinity Church in Stratford beigesetzt. An der Wand über dem Grab wird ein Monument für ihn errichtet.
liefert dieses aber nicht doch den eindeutigen Beweis für seine Existenz als Schriftsteller? It seems so. It shows a bust of Shakespeare. So scheint es. Es zeigt die Büste Shakespeares mit Schreibfeder und Pergament und über ihm sein Wappen mit den Allegorien für Arbeit und Muße. Aber es gibt ein Problem. Dies ist nicht das Original. Von einem alten Stich wissen wir, dass es eine frühere Büste gab. Und da hat er weder Schreibfeder noch Pergament, sondern hält einen großen Sack Wolle. Ist das wirklich ein Monument für Shakespeare, den großen Dichter? Nur eins ist sicher. Dies ist das Antlitz, das für den Stapellauf der Shakespeare-Industrie sorgte. Kulturell ist neben den Beatles William Shakespeare der größte Exportschlager des Vereinigten Königreiches. Das British Empire ist untergegangen, aber durch seinen berühmtesten Autor umspannt es noch immer die Welt. Übersetzungen in über 80 Sprachen, Verfilmungen von fast allen 37 Stücken, Nachbauten des Globe Theaters auf allen Kontinenten, Denkmäler des Barden in Weimar, Chicago, New York, Sydney und London. An Shakespeare kommt niemand vorbei. In irgendeinem Archiv in Frankreich, Italien oder Spanien findet man vielleicht noch Dokumente, die beweisen, dass Marlowe seinen vermeintlichen Tod im Jahre 1593 überlebte und im Exil unter dem Namen William Shakespeare schrieb. Das wäre der Tod für die Shakespeare-Industrie. Aber bis dahin oder bis zum Beweis, dass einer der anderen Kandidaten die Stücke Shakespeares geschrieben hat, wird die Welt den Mann aus Stratford feiern als das größte literarische Genie aller Zeiten. Jedes Jahr am 24. April versammelt sich die Bevölkerung von Stratford, um den Geburtstag ihres berühmtesten Bürgers zu feiern. Dazu sind die Botschafter aus aller Herren Länder geladen. Alt und jung vergnügen sich bei dem größten Volksfest ihrer Stadt. Der Name William Shakespeare ist ein Segen für die Bürger und Garantie für die Zukunft von Stratford. Das war schon dem Starschauspieler des 18. Jahrhunderts David Garrick bewusst, der diese Jubiläumsfeier erfand. Die Jubiläumsgäste sind unbeeindruckt von dem Diktum des großen amerikanischen Schriftstellers Henry James, dass der göttliche William der vielleicht größte und erfolgreichste Betrugsfall ist, der je an einem geduldigen Publikum praktiziert wurde. Does it really matter? Ist es wirklich wichtig zu wissen, wer die Stücke Shakespeares geschrieben hat? Ich glaube schon. Natürlich sind die Stücke ein eigenes Universum und sprechen für sich. Aber wenn wir etwas über den Geist ihres Schöpfers wüssten, wie sehr würde das unser Verständnis bereichern? Ich glaube, wir müssen die Suche fortsetzen nach dem größten literarischen Rätsel aller Zeiten. Anderem auch als Handschuhmacher, Immobilienverkäufer und Geldverleiher, soll sich Williams Vater manchmal am Rande der Legalität bewegt haben. Hohe Zinsen, die er verlangt, tragen ihm den Ruf eines Wucherers ein. Shakespeares Vater hat Mary Arden, die Tochter eines vermögenden Landadligen, geheiratet. William ist das dritte der 8 Kinder und ihr erster Sohn. 3 seiner Schwestern sterben bereits im frühen Kindesalter. John Shakespeare gerät in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Vielleicht auch aufgrund seiner Sympathien für den katholischen Glauben.
In einer Zeit heftiger religiöser Auseinandersetzungen zwischen der protestantischen, anglikanischen Staatsreligion und dem Katholizismus ist es äußerst gefährlich, katholische Symbole wie den gekreuzigten Jesus zu besitzen. Es kann die Todesstrafe bedeuten. Als Bürgermeister von Stratford muss John Shakespeare jeden Verdacht auf ketzerisches Gedankengut vermeiden. Im Alter von 7 Jahren wird William wahrscheinlich auf die King's Grammar School geschickt, in deren Unterrichtsraum seit über 500 Jahren fast unverändert noch heute Schulunterricht abgehalten wird. Auf dem Lehrplan stehen die alten Sprachen, Latein und Griechisch. Die Kinder, nur Jungen damals, pauken Grammatik, Logik und Rhetorik und lesen die Klassiker Seneca, Plautus, Vergil und vielleicht auch Ovid. Von 6 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags dauert der Unterricht. Disziplin ist oberstes Gebot. Ist es denkbar, dass der junge William Shakespeare hier die Grundlagen mitbekommen hat für eine Bildung, die ihn befähigte, Weltliteratur zu schreiben? Mit einem Vokabular von über 20.000 Wörtern, dem vielleicht größten Wortschatz, den je ein Dichter besaß? Wahrscheinlich ist William hier zur Schule gegangen, aber Dokumente darüber gibt es nicht. William hat sicher Lateinisch und Griechisch gelernt, aber nicht Französisch und Italienisch, Sprachen, die er gekonnt haben muss, um seine Stücke zu schreiben. Woher kamen also seine Bildung und seine Inspiration? In London herrscht die Pest, die Theater sind geschlossen. Die Schauspieltruppen ziehen über Land. Sicher hat der junge William in Stratford solche Theateraufführungen gesehen. Vielleicht bei dieser Gelegenheit auch seine ersten Erfahrungen als Schauspieler gemacht. Hier treffen sich, neben allerlei zwielichtigen Gestalten, auch die Mitglieder der literarischen Bohème Londons. An ihrer Spitze der Dramatiker Christopher Marlowe. Er ist ihr Star. Wie Shakespeare nach London gekommen ist, weiß man nicht. Vielleicht hatte er sich einer fahrenden Schauspielertruppe angeschlossen. Vielleicht war er allein hergekommen, um hier in der dynamischen Stadt sein Glück zu versuchen. Marlowe ist gerade auf dem Höhepunkt seines Erfolges, berühmt geworden durch seine Tragödie Dr. Faustus. Er ist der erste Schriftsteller, der aus der alten Legende von Faust, der seine Seele verkauft, um höchstes Wissen zu erlangen, ein spannendes Drama gemacht hat. Marlowe müsste eigentlich ein großes Vorbild für Shakespeare gewesen sein. Beide waren circa 30 Jahre alt und Marlowe befand sich auf dem Höhepunkt seines Ruhmes. Er hatte zuvor den Verstyp des Blankverses erfunden. 5 Beats pro Zeile ohne Reim. Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Die Werke Shakespeares werden in der Folge von diesem Reim getragen. Er hat sie zu einer Meisterschaft entwickelt. Marlowes Historiendrama über den orientalischen Eroberer Tamerlan, den Nachfolger Genghis Khans, ist ein Publikumsrenner. Welche Rolle wird dieser junge, ambitionierte Autor im Leben Shakespeare spielen? In der Debatte um die Autorschaft von Shakespeares Stücken gilt er als der wahrscheinlichste Kandidat. Diese Theorie führt in eine Geschichte von Verrat, Verschwörung, Spionage und politischem Mord. Es gibt nur ein einziges Porträt, das Christopher Marlowe zeigt, 21-jährig, am Beginn seiner Karriere. Es wurde erst vor einem halben Jahrhundert in Cambridge gefunden, wo Marlowe studierte. Anders als Shakespeare hatte Marlowe die Grammar School in seiner Heimatstadt Canterbury abgeschlossen und ein Stipendium für die Elite-Universität Cambridge erhalten. Hier erweist er sich bald als einer der begabtesten Studenten seiner Generation. Und hier trifft Marlowe auf Männer im Zentrum der Macht. Mit enormen Folgen für ihn selbst und für William Shakespeare. Der Privy Council, oberstes Beratergremium der Könige.
Sir Francis Walsingham, engster Berater von Elisabeth I. im Kampf gegen den Papst. Er ist ihr Außenminister und zugleich Chef des englischen Geheimdienstes, des ersten staatlichen Geheimdienstes in der Geschichte Europas. Seine Spione melden, Philipp II. Von Spanien rüstet zum Krieg mit einer großen Armada. Es gibt also noch Aufgaben für Christopher Marlowe. Aber die Gerüchte, er sei ein Doppelagent, weshalb ihm die Universität Cambridge sein Diplom verweigern will, halten sich hartnäckig. Walsingham gelingt es, die Königin von Marlowes Treue zu überzeugen. Sie bestätigt der Universität, Marlowe sei zum Wohle des Landes unterwegs gewesen und verdiene es, vertrauensvoll behandelt zu werden. Von jedem Verdacht befreit, erhält er sein Mastersdiplom an der Universität Cambridge. Aber wird er es seinem Dienstherrn danken? Marlowe lebt inzwischen in London. Er teilt sich eine Wohnung mit seinem Freund Thomas Kidd, ebenfalls Dichter. Gerüchte gehen um. Der protegierte Master soll ein ausschweifendes Leben führen und inzwischen auch in Kreisen verkehren, die gefährliche Ideen verbreiten. Marlowe hat bereits mehrere Stücke geschrieben. Alle in einer radikal neuen, dramatischen Sprache, die man auch in den ersten Werken findet, die Shakespeare zugeschrieben werden. Heute vermutet man, viele Stücke der damaligen Zeit seien in Zusammenarbeit entstanden. Später in London vielleicht auch zwischen Marlowe und Shakespeare. Zu Shakespeares Zeit gab es noch kein Copyright. Zusammenarbeit war die Norm. Es ist möglich, dass sich Marlowe und Shakespeare kannten. Und es ist auch möglich, dass Marlowe Shakespeare beim Schreiben seiner Stücke half. Auf jeden Fall wird Marlowe für Shakespeare die dominante Figur des Theaters gewesen sein. Obwohl sie gleich alt sind, ist Shakespeare noch völlig unbekannt, ein Newcomer. Marlowe dagegen kommt von einer Elite-Universität, verkehrt in den höchsten Kreisen der Gesellschaft und ist ein gefeierter Dichter. Die ersten Stücke, die man Shakespeare zuschreibt, ähneln in ihren Themen und ihrer Sprache sehr den Stücken Marlowes. Und auch seine späteren Stücke sind von Marlowes Stil geprägt, wie vergleichende Untersuchungen zeigen. Wäre es möglich, dass sie gar nicht von Shakespeare, sondern von Marlowe stammen? Dass vielleicht sogar alle Stücke von seinem genialen Zeitgenossen Marlowe geschrieben wurden und nicht von Shakespeare? Aber wie könnte das sein? Die Suche nach einer Antwort auf diese Frage führt zurück in die politischen Wirren der damaligen Zeit und in die Sphäre des englischen Geheimdienstes. Marlowe genießt nicht nur die Protektion des Geheimdienstchefs Sir Francis Walsingham, sondern auch die seines Aber immerhin. Meiner Frau überlasse ich mein zweitbestes Bett zusammen mit den Möbeln. Weiterhin vermache ich meiner Tochter Judith meine große versilberte Schale. Und ich beauftrage Sie, Francis Collin, mein Testamentsvollstrecker zu sein. Zur Bestätigung unterschreibe ich hier mit eigener Hand. Es ist das Testament eines Geschäftsmannes, welches mit keinem Wort auf eine literarische Tätigkeit seines Verfassers hindeutet. Shakespeare stirbt am 25. April 1616 und wird in der Holy Trinity Church in Stratford beigesetzt. An der Wand über dem Grab wird ein Monument für ihn errichtet. Liefert dieses aber nicht doch den eindeutigen Beweis für seine Existenz als Schriftsteller? So scheint es. Es zeigt die Büste Shakespeares mit Schreibfeder und Pergament und über ihm sein Wappen mit den Allegorien für Arbeit und Muße. Aber es gibt ein Problem. Dies ist nicht das Original. Von einem alten Stich wissen wir, dass es eine frühere Büste gab. Und da hat er weder Schreibfeder noch Pergament, sondern hält einen großen Sack Wolle. Ist das wirklich ein Monument für Shakespeare, den großen Dichter? Nur eins ist sicher. Dies ist das Antlitz, das für den Stapellauf der Shakespeare-Industrie sorgte. Kulturell ist neben den Beatles William Shakespeare der größte Exportschlager des Vereinigten Königreiches.
Das British Empire ist untergegangen, aber durch seinen berühmtesten Autor umspannt es noch immer die Welt. Übersetzungen in über 80 Sprachen, Verfilmungen von fast allen 37 Stücken, Nachbauten des Globe Theaters auf allen Kontinenten. Denkmäler des Barden in Weimar, Chicago, New York, Sydney und London. An Shakespeare kommt niemand vorbei. In irgendeinem Archiv in Frankreich, Italien oder Spanien findet man vielleicht noch Dokumente, die beweisen, dass Marlowe seinen vermeintlichen Tod im Jahre 1593 überlebte und im Exil unter dem Namen William Shakespeare schrieb. Das wäre der Tod für die Shakespeare-Industrie. Aber bis dahin oder bis zum Beweis, dass einer der anderen Kandidaten die Stücke Shakespeares geschrieben hat, wird die Welt den Mann aus Stratford feiern als das größte literarische Genie aller Zeiten. Jedes Jahr am 24. April versammelt sich die Bevölkerung von Stratford, um den Geburtstag ihres berühmtesten Bürgers zu feiern. Dazu sind die Botschafter aus aller Herren Länder geladen. Ketzerisches Gedankengut vermeiden. Im Alter von 7 Jahren wird William wahrscheinlich auf die King's Grammar School geschickt, in deren Unterrichtsraum seit über 500 Jahren fast unverändert noch heute Schulunterricht abgehalten wird. Auf dem Lehrplan stehen die alten Sprachen, Latein und Griechisch. Die Kinder, nur Jungen damals, pauken Grammatik, Logik und Rhetorik und lesen die Klassiker Seneca, Plautus, Vergil und vielleicht auch Ovid. Von 6 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags dauert der Unterricht. Will Shakespeare. Disziplin ist oberstes Gebot. Bring that sword out to me right now. Why have you brought this into school? Ist es denkbar, dass der junge William Shakespeare hier die Grundlagen mitbekommen hat für eine Bildung, die ihn befähigte, Weltliteratur zu schreiben? Mit einem Vokabular von über 20.000 Wörtern, dem vielleicht größten Wortschatz, den je ein Dichter besaß? Wahrscheinlich ist William hier zur Schule gegangen, aber Dokumente darüber gibt es nicht. William hat sicher Lateinisch und Griechisch gelernt, aber nicht Französisch und Italienisch, Sprachen, die er gekonnt haben muss, um seine Stücke zu schreiben. Woher kamen also seine Bildung und seine Inspiration? In London herrscht die Pest, die Theater sind geschlossen. Die Schauspieltruppen ziehen über Land. Sicher hat der junge William in Stratford solche Theateraufführungen gesehen. Vielleicht bei dieser Gelegenheit auch seine ersten Erfahrungen als Schauspieler gemacht. Auch in Canterbury, im Schatten der berühmtesten Kathedrale Englands, werden Wanderschauspieler aufgetreten sein, und das vielleicht größte Theatergenie neben Shakespeare inspiriert haben, Christopher Marlowe. Sein Schicksal ist mit dem Shakespeares aufs Engste verbunden. Viele, die bezweifeln, dass Shakespeare der Autor der unter seinem Namen publizierten Werke ist, glauben, Marlowe habe diese geschrieben. Marlowe genoss eine hervorragende Schulausbildung mit 2 Stipendien. Das erste an der King's School in Canterbury und das nächste an der Universität in Cambridge. Dort studiert er 6 Jahre. Und das waren die Voraussetzungen zu seiner großen Meisterschaft als Dramatiker und Schriftsteller. William Shakespeare hingegen kann die Schule nicht abschließen. Sein Vater braucht ihn als Gehilfen. William muss Handschuhmacher werden. Gewöhnlich in der damaligen Zeit. War er auf der Suche nach einer guten Partie? Oder musste er heiraten, weil Anne schon schwanger war? 4 Monate nach der Hochzeit bringt sie einen Sohn zur Welt. Ein Jahr später folgen Zwillinge. Aber Shakespeare verschwindet aus Stratford, verlässt die Familie. Einer der möglichen Gründe? Wilddieberei im Hirschpark des Grafen Lucy, der Charlcot, ein Schloss in der Nähe von Stratford, besitzt. Ein anderer, Angst vor religiöser Verfolgung. Überliefert ist, dass Graf Lucy einen Verwandten von Shakespeare als katholischen Verschwörer an den Galgen gebracht hat.
Was immer der Grund für Shakespeares Verschwinden gewesen sein mag, er bleibt für 7 Jahre verschwunden. Was macht er in dieser Zeit? Reist er in Europa und lernte die Sprachen, die er gekannt haben muss, um die Stücke zu schreiben? Studierte er in der Bibliothek eines Gönners in England? Wir wissen es nicht. Es gibt keine Dokumente. Kein Wunder, dass man diese Jahre Shakespeares verlorene Jahre nennt. Wir wissen nicht mal, wann genau er in London auftauchte. London ist eine Metropole mit 250.000 Einwohnern. Der beliebteste Zeitvertreib ist das Theater. Die Theater liegen am Rande der Stadt, in berüchtigten Vierteln, wo Prostituierte und Kriminelle verkehren. Hier treffen sich, neben allerlei zwielichtigen Gestalten, auch die Mitglieder der literarischen Bohème Londons. An ihrer Spitze der Dramatiker Christopher Marlowe. Er ist ihr Star. Wie Shakespeare nach London gekommen ist, weiß man nicht. Vielleicht hatte er sich einer fahrenden Schauspielertruppe angeschlossen. Vielleicht war er allein hergekommen, um hier in der dynamischen Stadt sein Glück zu versuchen. Marlowe ist gerade auf dem Höhepunkt seines Erfolges, berühmt geworden durch seine Tragödie Dr. Faustus. Er ist der erste Schriftsteller, der aus der alten Legende von Faust, der seine Seele verkauft, um höchstes Wissen zu erlangen, ein spannendes Drama gemacht hat. Marlowe müsste eigentlich ein großes Vorbild für Shakespeare gewesen sein. Beide waren circa 30 Jahre alt und Marlowe befand sich auf dem Höhepunkt seines Ruhmes. Er hatte zuvor den Verstyp des Blankverses erfunden. 5 Beats pro Zeile ohne Reim. Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Die Werke Shakespeares werden in der Folge von diesem Reim getragen. Er hat sie zu einer Meisterschaft entwickelt. Ihre Untertanen sind aufgefordert, sich ihr zu widersetzen. Wer sie unterstützt, riskiert ebenfalls die Exkommunikation. Für Elisabeth ist das nicht nur eine ungeheure Provokation, sondern eine akute Bedrohung. William Shakespeare wächst in einem Klima extremer politischer Spannungen auf. Mord, Massaker, fast Bürgerkrieg. Katholiken und Protestanten gehen einander an die Gurgel. Und Elisabeth ist ständig von den katholischen Mächten Europas bedroht. In diesem Klima gerät jeder unter Verdacht, sogar auf dem Land. Shakespeare, inzwischen ein junger Mann von 18 Jahren, begibt sich auf Freiersfüße. Seine Auserwählte, Anne Hathaway, die Tochter eines reichen Bauern, allerdings 8 Jahre älter als er. Ungewöhnlich in der damaligen Zeit. War er auf der Suche nach einer guten Partie? Oder musste er heiraten, weil Anne schon schwanger war? 4 Monate nach der Hochzeit bringt sie einen Sohn zur Welt. Ein Jahr später folgen Zwillinge. Aber Shakespeare verschwindet aus Stratford, verlässt die Familie. Einer der möglichen Gründe? Wilddieberei im Hirschpark des Grafen Lucy, der Charlcot, ein Schloss in der Nähe von Stratford, besitzt. Ein anderer? Angst vor religiöser Verfolgung. Überliefert ist, dass Graf Lucy einen Verwandten von Shakespeare als katholischen Verschwörer an den Galgen gebracht hat. Was immer der Grund für Shakespeares Verschwinden gewesen sein mag, er bleibt für 7 Jahre verschwunden. Was macht er in dieser Zeit? Reist er in Europa und lernte die Sprachen, die er gekannt haben muss, um die Stücke zu schreiben? Studierte er in der Bibliothek eines Gönners in England? Wir wissen es nicht. Es gibt keine Dokumente. Kein Wunder, dass man diese Jahre Shakespeares verlorene Jahre nennt. Wir wissen nicht mal, wann genau er in London auftauchte. London ist eine Metropole mit 250.000 Einwohnern. Der beliebteste Zeitvertreib ist das Theater. Die Theater liegen am Rande der Stadt, in berüchtigten Vierteln, wo Prostituierte und Kriminelle verkehren. Hier treffen sich, neben allerlei zwielichtigen Gestalten,
auch die Mitglieder der literarischen Bohème Londons. An ihrer Spitze der Dramatiker Christopher Marlowe. Er ist ihr Star. Wie Shakespeare nach London gekommen ist, weiß man nicht. Vielleicht hatte er sich einer fahrenden Schauspielertruppe. In der Debatte um die Autorschaft von Shakespeares Stücken gilt er als der wahrscheinlichste Kandidat. Diese Theorie führt in eine Geschichte von Verrat, Verschwörung, Spionage und politischem Mord. Es gibt nur ein einziges Porträt, das Christopher Marlowe zeigt. 21-jährig, am Beginn seiner Karriere. Es wurde erst vor einem halben Jahrhundert in Cambridge gefunden, wo Marlowe studierte. Anders als Shakespeare hatte Marlowe die Grammar School in seiner Heimatstadt Canterbury abgeschlossen und ein Stipendium für die Elite-Universität Cambridge erhalten. Hier erweist er sich bald als einer der begabtesten Studenten seiner Generation. Und hier trifft Marlowe auf Männer im Zentrum der Macht, mit enormen Folgen für ihn selbst und für William Shakespeare. Der Privy Council, oberstes Beratergremium der Könige. Sir Francis Walsingham, engster Berater von Elisabeth I. im Kampf gegen den Papst. Er ist ihr Außenminister und zugleich Chef des englischen Geheimdienstes, des ersten staatlichen Geheimdienstes in der Geschichte Europas. England wird akut bedroht von den Großmächten Spanien und Frankreich. Deshalb stimmt Elisabeth dem ehrgeizigen Plan ihres Geheimdienstchefs zu. Ein Netz englischer Spione soll die katholischen Länder Europas überwachen. Auf der Suche nach geeigneten Agenten rekrutiert Walsingham unter anderem auch Christopher Marlowe. Er hat sich während seines Studiums in Cambridge bereits einen Namen gemacht, als Autor von Theaterstücken und als brillanter Verfasser von Pamphleten. Doch er hat den Ruf, ein Spieler zu sein, abenteuerlustig und unberechenbar. Walsingham wird ihn auf die Probe stellen. Sein Chefagent sorgt für die Koordination der Agenten, die hauptsächlich in den Hochburgen des Jesuitenordens in Frankreich und Spanien die Opposition gegen Königin Elisabeth ausspionieren sollen. Marlowe war hochintelligent und süchtig nach Abenteuern. Er kam aus einfachen Verhältnissen, wie Shakespeare. Sein Vater war Schuhmacher. Kein Wunder, dass er der Versuchung erlag, einen gut bezahlten Job beim Geheimdienst anzunehmen. Das würde ihn in Kontakt mit den einflussreichsten Männern Englands bringen. Marlowe wurde nach Frankreich geschickt. Aber er hatte den Ruf eines Glücksritters und Spielers. Und es hieß sogar, er würde insgeheim für die katholische Seite arbeiten. Die Universität Cambridge beschloss daraufhin, ihm das Master-Diplom zu verweigern. Aber mit Walsingham hat Marlowe einen einflussreichen Fürsprecher. Giscard ist ein Publikumsrenner. Welche Rolle wird dieser junge, ambitionierte Autor im Leben Shakespeares spielen? In der Debatte um die Autorschaft von Shakespeares Stücken gilt er als der wahrscheinlichste Kandidat. Diese Theorie führt in eine Geschichte von Verrat, Verschwörung, Spionage und politischem Mord. Es gibt nur ein einziges Porträt, das Christopher Marlowe zeigt. 21-jährig, am Beginn seiner Karriere. Es wurde erst vor einem halben Jahrhundert in Cambridge gefunden, wo Marlowe studierte. Anders als Shakespeare hatte Marlowe die Grammar School in seiner Heimatstadt Canterbury abgeschlossen und ein Stipendium für die Elite-Universität Cambridge erhalten. Hier erweist er sich bald als einer der begabtesten Studenten seiner Generation. Und hier trifft Marlowe auf Männer im Zentrum der Macht, mit enormen Folgen für ihn selbst und für William Shakespeare. Der Privy Council, oberstes Beratergremium der Könige. Sir Francis Walsingham, engster Berater von Elisabeth I. im Kampf gegen den Papst. Er ist ihr Außenminister und zugleich Chef des englischen Geheimdienstes, des ersten staatlichen Geheimdienstes in der Geschichte Europas. England wird akut bedroht von den Großmächten Spanien und Frankreich. Deshalb stimmt Elisabeth dem ehrgeizigen Plan ihres Geheimdienstchefs zu.
Ein Netz englischer Spione soll die katholischen Länder Europas überwachen. Auf der Suche nach geeigneten Agenten rekrutiert Walsingham unter anderem auch Christopher Marlowe. Er hat sich während seines Studiums in Cambridge bereits einen Namen gemacht, als Autor von Theaterstücken und als brillanter Verfasser von Pamphleten. Doch er hat den Ruf, ein Spieler zu sein, abenteuerlustig und unberechenbar. Walsingham wird ihn auf die Probe stellen. Sein Chefagent sorgt für die Koordination der Agenten, die hauptsächlich in den Hochburgen des Jesuitenordens in Frankreich und Spanien die Opposition gegen Königin Elisabeth ausspionieren sollen. Marlowe war hochintelligent und süchtig nach Abenteuern. Er kam aus einfachen Verhältnissen, wie Shakespeare. Sein Vater war Schuhmacher. Kein Wunder, dass er der Versuchung erlag, einen gut bezahlten Job beim Geheimdienst anzunehmen. Das würde ihn in Kontakt mit den einflussreichsten Männern Englands bringen. Marlowe wurde nach Frankreich geschickt. Aber er hatte den Ruf eines Glücksritters und Spielers. Und es hieß sogar, er würde insgeheim für die katholische Seite arbeiten. Die Universität Cambridge beschloss daraufhin, ihm das Masters-Diplom zu verweigern. Ist der Konflikt der englischen Krone mit Rom eskaliert? Papst Pius V. will sich die Verfolgung der Katholiken in England nicht länger bieten lassen. Er entschließt sich zum äußersten Mittel, der Exkommunikation einer Königin von Gottes Gnaden. Das bedeutet, Königin Elisabeth von England ist abgesetzt und für vogelfrei erklärt. Ihre Untertanen sind aufgefordert, sich ihr zu widersetzen. Wer sie unterstützt, riskiert ebenfalls die Exkommunikation. Für Elisabeth ist das nicht nur eine ungeheure Provokation, sondern eine akute Bedrohung. William Shakespeare wächst in einem Klima extremer politischer Spannungen auf. Mord, Massaker, fast Bürgerkrieg. Katholiken und Protestanten gehen einander an die Gurgel. Und Elisabeth ist ständig von den katholischen Mächten Europas bedroht. In diesem Klima gerät jeder unter Verdacht, sogar auf dem Land. Shakespeare, inzwischen ein junger Mann von 18 Jahren, begibt sich auf Freiersfüße. Seine Auserwählte, Anne Hathaway, die Tochter eines reichen Bauern, allerdings 8 Jahre älter als er. Ungewöhnlich in der damaligen Zeit. War er auf der Suche nach einer guten Partie? Oder musste er heiraten, weil Anne schon schwanger war? 4 Monate nach der Hochzeit bringt sie einen Sohn zur Welt. Ein Jahr später folgen Zwillinge. Aber Shakespeare verschwindet aus Stratford, verlässt die Familie. Einer der möglichen Gründe? Wilddieberei im Hirschpark des Grafen Lucy, der Charlcot, ein Schloss in der Nähe von Stratford, besitzt. Ein anderer? Angst vor religiöser Verfolgung. Überliefert ist, dass Graf Lucy einen Verwandten von Shakespeare als katholischen Verschwörer an den Galgen gebracht hat. Was immer der Grund für Shakespeares Verschwinden gewesen sein mag, er bleibt für 7 Jahre verschwunden. Was macht er in dieser Zeit? Reist er in Europa und lernte die Sprachen, die er gekannt haben muss, um die Stücke zu schreiben? Studierte er in der Bibliothek eines Gönners in England? Wir wissen es nicht. Es gibt keine Dokumente. Kein Wunder, dass man diese Jahre Shakespeares verlorene Jahre nennt. Wir wissen nicht mal, wann genau er in London auftauchte. London ist eine Metropole mit 250.000 Einwohnern. Der beliebteste Zeitvertreib ist das Theater. Die Theater liegen am Rande der Stadt, in berüchtigten Vierteln, wo Prostituierte und Kriminelle